ich will gar nicht so viel labern, auf jeden Fall war eben das Problem, dass es auf der deutschen Seite eben nicht ging. Wir dann aber ja alles irgendwie abkotzen mussten, dann standen wir da auch bei einer Tankstelle. Dann haben uns die Leute da geholfen und überall haben alle Leute Fotos gemacht von meinem Auto, weil es einfach, das war einfach so eine fette Schlammschicht, wirklich. Dann haben wir es abgekratzt mit so einem Eisendkratzer und keine Ahnung was, also nicht doll auf der, also nicht auf dem Lack drauf, sondern nur so leicht, dass halt die oberste Schicht ab war. Dann sind wir auf die andere Seite gefahren, haben in der Schweiz dann mein Auto komplett sauber gemacht, wie ihr gerade gesehen habt, und sind jetzt fast in München. 18 Uhr. Wenn man bedenkt, dass wir eigentlich um 14.30 Uhr bzw. 15 Uhr in München sein wollten, weil wir waren heute Morgen schon um 8.30 Uhr im Auto und wollten um 9.30 Uhr in Konstanz sein. Wir waren aber erst um 11.30 Uhr oder so in Konstanz. Also es hat sich alles verschoben, alles war mega doof, aber jetzt sieht mein Auto wenigstens einigermaßen von außen wieder normal aus. Von innen sieht es immer noch so schlimm aus. Ich bin so froh, wenn wir in München sind, dann geht erstmal geduscht.